Ich such halt da, ich such halt dort, die Kammerjungfer scheint sich dort. Soll ich ein Mann zur Knechtin gehen? Ja, darf ich mich das unterstehen? Ich muss dann wissen, und zwar sehr geschwind, ob meinen Herrn ich da nicht find. Denn die Geschichte, die eignet sehr, sie ist eine wichtige Staatsaffäre, die er sehr schnell erledigen muss, denn sonst gibt's einen Verdruss. In unserem Staat Reuschleiz greiz, in dessa andererseits, die Frage brennt bereits. Das hat mir gesagt der Attaché, und der hat's vom Premier, und die zwei wissen's eh. Jetzt sagt mir wer, wo steckt mein Herr? Er hat mir ja noch extra gesagt, wenn heute nach ihm fragt. Der sag ich, sagt er ganz allein, wer draußen in der Villa sein. Jetzt renn ich in die Villa naus, und hier scheint keiner zu's. Und war vom Grafen keine Spur, wo find ich ihn denn nur? Jetzt sagt mir wer, wo steckt mein Herr? Es war die Staatsaffäre. Find ich ihn nicht, o böse Geschichte, dann gibt er, meint er mir die Schuld. Ich such ihn da, ich such ihn dort, dazu gehört faktisch viel Geduld. Ich weiß mir jetzt schon keinen Rat, er schert sich nicht um seinen Staat. O Reuschleitzkreuz, o Reuschleitzkreuz, ich hab mit dir a Kreuz. O Reuschleitzkreuz, o Reuschleitzkreuz, Anna, Anna, Anna. Demoiselle, bring eine Nachricht, sage schnell. Demoiselle, werden schon verzeihen, wie sich's passt für ein Lakaien, will ich Stubenmädel fragen, ob sie mir vielleicht kein sagen, ob sie es vielleicht nicht wissen, ob sie die Gnädigkeit verdrießen, ob ich nicht kommt ungelegen, ob... Ab und ab und ab, die Anna ist jetzt fort und nicht zugegen. Der Herr Graf... Ist er schon da? Er noch nicht. Da haben wir's ja. Als dann dem Marcel so grüßig, der Hand gehorsams grüßig. Josef! Bitte, neuer Knaben! Sag mir's, es ist nicht sein Schade, wo sein Graf zu finden ist. Ja, wenn ich das nur selber wüsste. In der Früh ist der Herr Graf mit der Frau Gräfin angekommen. Ich meine, ich sag's, wie sie ist. Wo ist denn die Gräfin jetzt? In unserem Winterpalais am Rennweg. Sag mir, Josef, ist die Gräfin schön? Ja, mein Gott, wem's heute gefällt. Also ich meine, mir gefällt schon, weil ich ein fescher Kerl bin. Ich sag's, wie sie ist. Grüß dich, Gott, Franzi. Ist der andere Vater? Der Ringelspüler, der Karussellkönig. Ich grüß ihn. Warte draußen, Josef, und melde dann den Grafen. Bitte sehr. Dass der Herr Vater Zeit hat, mir einen Besuch zu machen? Ah, nur ein Springer. Heute bloß ja das Pixiese Hötzl beim Ball, beim Grafen Witowski. Na, du hast ja den Tanz mit den Contessalein studiert. Aber denken Sie, Herr Vater, die Prima-Tänzerin wird mir plötzlich krank. Na, tanzt halt du. Es wird mir nichts anderes übrig bleiben. Ich habe mir schon in der Eile ein Kostüm richten lassen, aber die Mamsell von der Schneiderin kommt nicht. Und der Graf auch nicht. So oft man zu dir kommt, ist er nicht da. Wenn's du willst, ich sag ihm schon meine Meinung. Seine Exzellenz, der Herr Graf. Na also, ich sag ihm meine Meinung ein anderes Mal. Das
muss ja nicht gleich sein. Grüß Gott, mein liebes Kind. Guten Tag, mein Herr. Was hast du, sag's geschwind? Ich bitt, erzähl. Was hab ich dir getan? Ach, das ist stark. Was hab ich dir? Ja, sag es mir, vertrau es mir doch an. Fünf Tage lässt er sich allein, das kann ich nicht allein. Nun schöne Ring, ich sprich. Geh weg, geh fort. Es macht dich schuldig, mich. Ich sprech kein Wort. Was ist denn mein Vergehen? Mach nichts, mach nichts. Ich will ja mein Verbrechen gern gestehen. Es lohnt dich die Mühe, nein, nein, nein. Es ist stets ein Gesehen. Das ist doch doch Schiebersprache. Schau mich an, sag's frei heraus. So sieht kein Verbrecher aus. Gut, dann sag gefälligst mir, wo du warst, bei welcher Ehr. Ich war bei meiner Frau. Meiner Gräfin, oh wie schlau. Was glaubt eine andere dir? Wirklich, Franzi, nur bei ihm. Dann und wann muss man doch auch bei der Frau sein? Siehst du das? Ja, ich seh's. Drückt auch das ihr Joch, man wart in Schein. Siehst du das? Ja, ich seh's. Siehst du das? Ja, klug sieht es ein, also schick dich da rein. Alles wird still, das heißt alles verzeihen. So, mein Kind, ist es schön, alles muss man verstehen. So was verstehen, auch das wird bei Frauen selten gehen. Und dann, höre weiter an, wie bei der Frau. Exzellenz, die Akten. Der Herr Premierminister hat nämlich extra... Soll mich in Ruhe lassen. Vor einer halben Stunde sieht er mich mit der Gräfin und glotzt mich an. Ich weiß nicht, hat Ihnen die Gräfin nicht gefallen? Er kennt ja die Frau Gräfin noch gar nicht. Ah, jetzt verstehe ich seine entrüsteten Blicke. Er hielt die Gräfin fürs... fürs Gspusi. Wenn der eine Ahnung hätte. Die Gräfin wollte hier in der Villa absteigen. Wenn die Frau Gräfin wüsste, dass der Herr Graf die Villa der Demoiselle Cagliari geschenkt haben, na servus. Ach, sie hat mich gleich mitgeschleppt zur Schneiderin, zum Juwelier. Bitte, Herr Graf, bitte. Oh nein, bei der Schneiderin war eine Probiermamsell. Ich sag dir... Was Probiermamsell? Das ist ja mein Gusto, Herr Graf. Aber die Gräfin war leider dabei und da haben nur meine Blicke gesprochen, aber deutlich. Na, ich weiß, ja, Herr Gnaden, sind ja der reinste Don Juan von Reuschleitzkreuz. Ich hab natürlich meinen Stock vergessen bei der Schneiderin. Ach so, ein Zufall. Gingen's wegen? Josef? Jösses Marat Josef. Ich fahre auch gleich wieder hin und verlange ein Rendezvous.
wenn ich nur wüsste, wo. Laden Exzellenz das Puperlein nach Hietzing ins Casino. Da gibt's ein großes Volksfest auf sowas fliegen, ja, die Probiermarlen. Da gibt's Lauberln, da kann man sich so ein bisschen was erlauberln. Ich meine, ich sag's, wie es ist. Wenn ich sie aber wieder nicht sprechen kann? Schreib Exzellenz ein Briefel. Das ist riskant. Weißt du was, Josef? Du schreibst. Bitte, wenn er einen Gnaden befehlen, schreib mir halt dem Brutscherl ein Billiatutscherl. Ich meine, probieren kann man's ja, dafür ist er schließlich auch eine Probiermamse. Schreib und tu nicht schmieren. Ich bitte schon langsam zu diktieren. Mach nicht Fehler, es wäre sträflich. Oh, ich schreib ganz autogräflich. Ein hübscher Brief trifft oft ins Ziel. Drum bitte ich nur mit Recht für Gefühl. Du lieber Schatz, ich muss es dir gestehen. Seit ich dich hab zum ersten Mal gesehen, ist es um mich, ich schwöre dir's geschehen, die Sehnsucht lässt mich ja beinahe vergehen. Drum bitt ich dich, heut um an, stell dich ein, Bruder, in Hietzing will ich warten dein. Dort im Casino-Garten wird ich sein. Ich bitt dich, Schatz, ich bitt dich, Schatz, find dich nur endlich ein. Es wirkt, es muss. Jetzt kommt der Schluss. Schreib schnell, denn jetzt bin ich im Fluss. Du süßes Zuckerteufel mein, oh komm, zum Stein mich ein. Ich war bei dem bestimmten Platz. Ich bin dich, komm, du lieber Schatz. Oh komm, doch komm, zum Stein mich ein. Ich bin dieser, mir ja nicht nein. Ha, nicht ja, so lieb, so lieb, du süßer Herzensdieb. Hat sie schwarz auf weiß, dass sie sie lieben ganz brennheiß. Glaubst du, sie kommt hinaus? Ah, jo, ich kenn mich aus. Doch vielleicht hat sie schon einen Geliebten, was dann über so. Ja, das wär wohl ein Fritt. Ah, das wär gar nicht nett. Doch solche Schneidermamseln nehmen's nicht streng in den Föhn. Herr Graf, sind Spezialist im Liefen. Jetzt lesen wir, was wir geschrieben. Du süßes Zuckerteufel mein, oh komm, so stell mich ein. Ich wart bei dem bestimmten Platz. Ich bin dich, komm, du lieber Schatz. Oh komm, doch komm, so stell dich ein. Ich bin dich, sag mir ja, nicht nein. Hab dich ja so lieb, du süßer Herzensdieb. Wenn mich die Demoiselle fragt, wo mein Graf ist, na, ich werde mich schon geschickt herauswurzeln. Naja, ich sag's ja immer, mein Herr Graf ist ein Gesandter, aber ich bin ein Geschickter. Ich sag's, wie es ist. Guten Morgen, Herr Paketti. Ach, die Pepperl, so frei. Muss das gleich sein, das wird sein. So wenn nur hübsch so lieb sein. Geh, bitte. Ich seh gescheit. Wir?
kann man nur gar so fad sein. Jetzt denk nur zur rechten Zeit. Wann hast du Zeit? Am Abend heut. Und noch ein Buch. Ich muss mich zu Hobbit. Die Straße lädt mich auf der Gasse. Aber es ist so groß, ist allein doch was für groß ist. Ach, ich dürfe stehen, muss ich nicht ergehen. Hab halt nichts verkehrt, denn sonst geh ich nicht mehr gern. Raus mit dem Ziel, ich bin die Trenner, sorry. Duri, 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 duri. Volksfest hin zum Nordkreuzer Tanz. Euch ist mit am höchsten Glanz. Auf allen Tanzproben, dann wird heute beim Fest sie tanzen. Will sie? Ja, möchte die schon. Ja, aber trauen brauche ich mich nicht. Es wird schon gehen, also pünktlich sein, auf Wiedersehen. Küsst die Hand, und Dank für die große Ehre. Peperl, bist du noch da? Na, ich bin schon fort. Ah, du bist schon fort, also pass auf mich. Also heute in Hitzing, ja, höchste Drehung, servus, servus. Servus, Zuckergoschi, Putzi, Herzi, Schatzi, Pipi-Handy. Jöd ist der Tulli. Der Herr Premierminister Fürst Ibsheim Gindelbach ist soeben vorgefahren. Josef? Ja, bitte sehr. Melde er mich seiner Exzellenz? Ja, entschuldigen, der Herr Graf sind momentan leider nicht gegenwärtig. So, dann will ich der Gräfin meine Aufwartung machen. Ja, verzeihen Sie, Frau Gräfin ist leider gegenwärtig, auch nicht momentan. Bitte um Vergebung, sie ist zu Hause. Ich bin nämlich der Schwiegervater. Oh, sehr erfreut. Ich habe vor einer halben Stunde den Grafen mit ihrer Tochter gesehen. Meine Tochter? Die war doch heute noch gar nicht aus dem Haus. Ja, wieso? Dann war es seine Geliebte. Ich hab's geahnt. Ich dürfte mich also geirrt haben. Da ist ja meine Tochter. Oje, oje. Da ist sie ja, das ist sie auch. Da ist sie ja, oh Grünchinesa. Man hat mir gesagt, Besuch ist da. Des Landes Reusdeutschleins Verweser, Premierminister Fürst zu Ibsheim Gindelbach. Was schleiz, greiz, reiz. Mir wird ganz schwach. Ach, durchlaut. Gnädige, hoch erfreut. Jetzt fahren wir ab, es ist höchste Zeit. Der Herr ist durchlaut, da schau her, wo euer durchlaut auf die Ehr. O Minister, ist das wirklich, das hier, was ist denn schön? Lass uns ein Gehirn, wir verstehen, ich kann den nicht verstehen. Hätte ich nicht getauscht, hat ja ein Zahn. Dann braucht ihr wohl von mir, als wenn ich war so tief, ich uns gibt schöne Sachen. Wo mit Freud bekannt schon so. Ganz meinerseits. Ja, meinerseits. Und du verfliegst es raus, geht schreit's. Fahr mal ab. Auf Wiedersehen. Hier, Tina, go. Werd's endlich gehen. Und meine Resser, wo ihm benitzen, können's gratis fahren und blitzen. Gruzi. Auf Wiedersehen. Ein sehr jovialer alter Herr, was sprach er bitte? Horn, Blitzen, wie, den Wiener Dialekt versteh ich nie. Ja, mit der Zeit, da wird's schon gehen.
freu mich unendlich, sie zu sehen. Ich staune, dass vor aller Welt der Graf sie so verborgen hält. Der Graf, mein Gott, er ist ja gut, nur hat er halt ein laueres Blut. Das heißt, ich bitte, sagen Sie, so haben Grund zu klagen Sie. Bitte, Gnädige, mir können Sie ruhig die Wahrheit sagen. Ich kann mich nicht beklagen, er ist ein Kavalier. Irgend ich muss es sagen, davon beweisen wir. Ich kann mich nicht beklagen, nur dass ihm Dank und Mann auch andere Frauen gefallen, wie jedem anderen Mann. Das ist ja sehr interessant, Gräfin, aber ich meine das so. Der Graf, so hört ich sagen, ist Gatte nur nebenher. Das ist wohl Grund zum Klagen, ich hörte auch noch mehr. Es treibt es dieser Böse wahrhaftig zu frivol mit einer Balletteuse. Cagliari heißt sie wohl. Mein Fürst, ich bin... Sie sind beleidigt, kein Mensch den Grafen auch verteidigt. Erlauben Sie... Nur ruhig, Blut, durch Eifersucht wird gar nichts gut. Ja, aber ich muss doch erklären... Ich will darüber gar nichts hören. Sehen Sie, Gräfin, ich meine das. Ich sag Verhältnisse wie diese, die sind nach Adam Riese. Auf eins, zwei, drei, vorbei und aus. Er kehrt zurück zur Gattin wieder voller Reue und hält an mir die Treue. Er liebt sie mehr, es spricht aus neu sein Eheglück. Ich kann nicht mehr, verzeihen Sie, ihr Wirt, ich weiß nicht wie, denn doch kein Mensch hat das gemacht und hat mir so etwas gesagt. Ich kann mich nicht beklagen, das sagt ich Ihnen schon, aus dem, was Sie noch sagen, aber pardon, Sie missverstehen gar nicht. Ich hab ganz gut verstanden, von bitterer Ironie. Wenn Sie das nicht entfahren will, nun dann bedauer ich Sie. Ich bitte vielmals um Entschuldigung, Gräfin. Das ist ein Missverständnis. Oh weh, mir scheint, ich hab mich diplomatisch da gehandelt. Oh weh, die Gräfin greint, sie war ja jetzt ganz plötzlich wie verwandelt. Die arme Frau, die arme Frau, auf einmal geht mir auf ein Licht. Sie ahnte nur nichts, wusste sie. Ich geh zu ihr, ich war ein